Was geht, Leute? Wir thematisieren heute unseren Punktgewinn auswärts gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag und reden über zwei Top-Torchancen auf beiden Seiten aus der ersten Halbzeit, über ein nicht gegebenes Kopfballtor von Anthony Uja und in der zweiten Halbzeit über die zwei gegebenen Tore, eine vermeintliche rote Karte für den 1. FC Kaiserslautern und am Ende kommen wir auch noch zum Man of the Match. Deswegen, Leute, bleibt dran. Heute wird es sehr interessant. Und zwar hatte Eintracht in der ersten Halbzeit fünfmal die Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Der 1. FC Kaiserslautern hatte insgesamt sechsmal die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Und zwar fing es damit an, dass ab der 7. Minute beide Mannschaften schon gefährlich vom Tor geworden sind. Aber die erste dicke Chance für den 1. FC Kaiserslautern ereignete sich in der 8. Minute, wo ein Lauterer den Ball auf unser Tor geschossen hat und Robin Krause den Ball mit Mühe, mit dem Fuß, vor der Linie klären musste. Das heißt, hätte da auch schon 1-0 für Lautern stehen. Wenn sich allerdings auch Eintracht die eine oder andere gute Chance herausspielen. Die beste Chance aus der ersten Halbzeit kam allerdings in der 7. Minute durch ein vermeintliches Kopfballtor von Anthony Uja. Dieses wurde nicht gewertet, da Uja sich während des Kopfballs angeblich auf Henrik Zug aufgestützt hat. Und da schauen wir einmal zusammen rein. In einem Video konnte man auch eben gerade perfekt sehen, das Tor hat zu Recht nicht gezählt, weil Uja sich einfach viel zu doll auf Henrik Zug aufgestützt hat. Man muss auch sagen, generell so ungefähr, so ab der 30. Minute hat man schon gesehen, Braunschweig musste auf jeden Fall langsam mehr investieren, weil der Druck von Lautern immer größer wurde. Damit war aber schon die erste Halbzeit zu Ende und damit kommen wir zur zweiten Halbzeit. Die sollte sehr, sehr spannend werden. Denn schon in der 52. Minute ging unsere Eintracht durch ein wunderschönes Tor von Leon Lauerbach mit einer Vorlage von Robin Krause in Führung und dieses Tor werden wir uns jetzt gemeinsam nochmal anschauen. Ich finde, mit diesem Tor hat sich Leon Lauerbach auch an diesem Spieltag sein Startelfdebüt komplett verdient. Allerdings ließen die Roten Teufel nicht lange auf sich warten, denn schon in der 55. Minute hat Tomiak mit einer Vorlage von Clement den Ball in unser Tor rein befördert und das Ganze schauen wir uns auch nochmal an, weil wie das passiert ist, das ist eigentlich echt unglücklich. Und nach diesem Ausgleich konnte man leider feststellen, dass der 1. FC Kaiserslautern wirklich Fahrt aufgenommen hat. Die haben gedrückt bis zum geht nicht mehr auf das 2:1, weshalb auch ja, sie in der zweiten Halbzeit sehr, sehr, sehr oft ran musste, um unser Tor vom 2:1 zu schützen. Er hatte alle Hände voll zu tun, gerade um Terence Boyd aufzuhalten, weil Terence Boyd war auf jeden Fall an dem Tag in einer wunderbaren Verfassung. Der hat versucht, aus allen, wirklich allen Lagen zu treffen. Und in der 70. Minute, und das werden wir uns auch gleich mal anschauen, gab es nämlich eine vermeintliche rote Karte, weil Uja den Ball gespielt hat und Clement in Uja reingerutscht ist und es erst aussah, als ob Clement nur den Fuß oder beziehungsweise das Bein von Uja treffen wollte. Aber das schauen wir jetzt einmal ganz genau an. Durch diesen kleinen Videoschnitt hat man super erkennen können, dass Clement vorher den Ball gespielt hat. Deswegen wäre eine rote Karte in dem Fall nicht berechtigt gewesen, weshalb Schröder, der Schiedsrichter, die rote Karte komplett nachvollziehbar zurückgenommen hat und stattdessen die gelbe Karte gezeigt hat. Danach lieferten sich beide Vereine wieder bis zum Spielende wirklich richtig gute Torchancen. Es war wirklich ein richtig starker Zweikampf, den die Braunschweiger und die Lauterer sich da geliefert haben. Aber eine alles entscheidende Frage bleibt natürlich noch, wer ist in diesem Spiel Man of the Match geworden? Und meiner Meinung nach gibt es nur eine einzige Person, die diesen Titel heute wirklich verdient hat, und zwar Jasmin Pejcic, weil er in der zweiten Halbzeit oder generell im ganzen Spiel sich versucht hat, in alle Bälle, die er kriegen konnte, hineinzuwerfen. Man muss ganz ehrlich sagen, beim 1:1 hatte Jasi wirklich keine Chance, den Ball zu verteidigen. Aber wir haben es trotzdem Jasi zu verdanken, dass wir einen Punkt vom Betzenberg nach Braunschweig entführen konnten. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr derselben Meinung seid. Schreibt auch gerne, wie ihr das Spiel empfunden habt, wo ihr das Spiel geschaut habt. Und genau, lasst uns ein bisschen in den Kommentaren diskutieren. Ich freue mich über jeden Kommentar, den ich bekommen kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wenn ihr noch mehr Content von mir sehen wollt, schaut gerne auf Twitch und Instagram bei mir vorbei. Dort bin ich sehr, sehr aktiv. In dem Fall, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.